Alter, was geht ab, Leute, Junge? Heute ist legendäre Rage-Stunde. Die drei Raubkatzen nehmen wir mal mit. Wieso nicht? Die Arena-Punkte gönne ich mir gerne. Vielleicht noch ein paar Shiny zum Tauschen. Und wer weiß, vielleicht auch ein 100er. Wobei Raikou habe ich ja. Ente und Suicune wäre nicht schlecht. Shiny-Jagen natürlich, Visor, Skogler und alles andere, was uns noch fehlt. Aber hauptsächlich Visor und Skogler jetzt wegen dem Bonus. Natürlich Arena machen. Und ja, ansonsten nicht viel heute. Okay, falsche Richtung. Muss einmal umsteigen. Wir haben einen 7er am Start für euch. Schade. Ich habe gerade ein paar Arenen hier gemacht, beziehungsweise mich reingesetzt. Und jetzt gehen wir zum Treffpunkt. Und wisst ihr, was passiert ist? Ich habe gerade in mein Inventar geschaut, wo ich das Pokémon reinsetzen musste. Konnte man ein Pokémon wählen. Und da habe ich was gesehen. Shiny Skogler geklickert. Geklickert. Grüße gehen raus an meinen Pokéball. Vor allem, das ist der seltenere von den beiden, also sehr, sehr nice. Läuft. Endlich mal wieder ein. Hat lange gedauert. Erster Raid direkt an der Wiesen. Demnächst geht's los. Entei. Schauen wir mal. So, schauen wir mal. Erster Raid. Ich glaube, nee, ich weiß gar nicht. Also ich wollte gerade sagen, vielleicht hat der Wetterboost, aber ich glaube nicht. 24,80 wäre es mit Wetterboost. An mehr kann ich mich nicht erinnern. Ich weiß nicht mal, was ein 100er ist. Es hat Wetterboost, aber 24,10. Wenn ich gerade sage 24,80 oder 24,60. Eins von beiden, aber sicher nicht 24,10. Und auch nicht shiny, aber egal. 1000 Punkte für diese Arena hier. Das ist übrigens die Arena. Wir sind zurück. Wir hatten kleine Kamera-Probleme, aber wir sind zurück. Zwei Raids haben wir gemacht. Ich kann mich gar nicht erinnern. Entei und Raikou waren es, glaube ich. Und die nächsten paar sind auch Raikou und Raikou. Das ist eigentlich der, den ich am wenigsten brauche. Nächster Raid, Leute. Schaut mal da links. Versuch mal ein bisschen nach links zu drehen. Ihr könnt euch da hinsetzen und dann die Aussicht in München genießen. So ein Geheimtipp von mir, für euch. Von dieser Seite. Das sieht echt nice aus. Warte mal. Jetzt habe ich meinen Raikou nicht gesehen. An sich ist es egal, weil ich habe ja meinen 100er. Und noch einer wäre jetzt relativ unnötig. Nicht shiny, nicht 100. Egal, die Punkte. Ich habe einen Raikou, das ist ein Suicune. Eigentlich für mich das Interessanteste, weil bräuchte ich einen 98er und 100er. Bei Ente bräuchte ich nur einen 100er. Bei Raikou bräuchte ich eigentlich gar nichts, außer Shiny. Jetzt kommen erstmal nur Suicune und Ente, also kein Raikou, was gut ist für mich. Und Suicune überraschenderweise kann man nicht Duo machen, sondern nur zu dritt. Aber ab 6 oder 7 ist er dann wieder leichter als die anderen zwei. Ist einfach so. Wir schauen mal. 16,03, oder? War das 100er Suicune? Euch natürlich viel Glück, viel Erfolg bei eurer Raid-Stunde. Wir haben hier... oder was? 16,83 ist schlecht. Ich erinnere mich. Ich hatte einen 1688er Shiny und der war schlecht. Wow.
Shiny. Oh mein Gott, Leute. Ihr habt was Krasses gerade verpasst. 7er Ei. Ich denke mir nichts. Ich mache einfach auf, ohne Recorder, ohne alles, weil Standard 7 Müll halt. Was ist rausgekommen? Fluffeluff. Ich so, hä? Ist das shiny? Ich habe zuerst gar nicht gecheckt. Weil man sieht eigentlich gar nichts. Bin rausgegangen und da sind die Sterne. Was ist heute für ein krasser Tag? Das ganze Pech von den letzten paar Tagen, Wochen, jetzt kommt alles wieder zurück. Shiny Suicune, shiny Fluffeluff und shiny Skogler. Läuft. Entei, aber schlechter. 24,33, Wetterboost immer noch. Leider nicht shiny. Das wäre es gewesen. Das wäre Zugers gewesen. Ab durch den Münchner Hauptbahnhof. Und schon sind wir fertig. 24,41. Leider no. Leider, leider. Außer der Clan ist shiny. Leider nicht. Nicht ganz. Wir haben noch eine Viertelstunde. Wir wollen noch eine Menge Raids schaffen. Einer der letzten Raids hier. Ich habe ein gutes Gefühl, Leute. Bei dem leider nicht. Oder? Oder doch? Nee, leider nicht. Bei dem. Zwei Versuche wahrscheinlich noch. Ein random Skogler neben der Arena angeklickt und ist shiny geworden. Ich sag doch, ich habe gutes Gefühl. Aber jetzt schaffe ich, glaube ich, nicht mehr in den Raid rein. Zeit? Nee, schaffe ich nicht. Naja, egal. Nee, der... So. Score. Vielleicht schaffe ich es ja doch noch. Zeit? 15. Nee. Nee, nicht bei Geico. Das ist der, den ich am wenigsten brauche. Letzter Raid. Alter, in letzter Zeit sind wir sehr oft hier. 24-Stunden-Challenge, hier war ich. Letztes Video, da war ich. Ich denke noch, ich arbeite hier so oft, wie ich da bin. Letzter Raid, aber die Tour geht weiter. Vielleicht mache ich noch hier und da ein paar. Schauen wir mal, kommt auf die Arena an, ob ich die Punkte brauche. Vielleicht kriegen wir noch ein Highlight hier. Aber heute war schon wieder mal ein guter Tag. Das ganze Pech der letzten paar Wochen, heute wieder ausgeglichen. Kein 100er. Und auch kein Shiny. Naja. Zwei Skogler, ein Suicune und ein Fluffeluff. Was für ein krasser Tag gestern. Schreibt unten in die Kommentare, wie es bei euch so lief. Ja, ich freue mich zwar über die zwei Skogler, aber jetzt wurde bekannt gegeben, dass die Shiny-Chance von Skogler gestiegen ist. Also so krass ist das doch nicht gewesen. Also so glücklich waren wir doch nicht.
Aber ist natürlich trotzdem ein geiler Tag gewesen. Beim letzten Event und mit Rayquaza lief es ja nicht so gut und das macht es auf jeden Fall wieder gut. Auf jeden Fall, das war's von mir, Leute. Wir sind später, also heute Abend, wieder live. Schaut vorbei, wenn ihr wollt. Ansonsten gehe ich jetzt ein bisschen raus, auch wenn das Wetter ein bisschen schlecht ist. Und suche noch nach Visor Shiny. Den brauche ich noch und ja, Gold erwähnen, was sonst. Das war's von mir. Ihr wisst Bescheid, wie man liken, subscriben, kommentieren. Checkt die anderen Videos ab. Folgt mir auf Instagram, Facebook, Twitter. Checkt den Shop ab. Vergesst nicht, Pokémon ist hier das Business.